Wissen Sie, als ich für die heutige Theaterpremiere um Personenschutz gebeten hatte, da habe ich mir, naja, was anderes darunter vorgestellt. Kennen Sie den Film Bodyguard mit Kevin Costner, wo Whitney Houston so herzzerreißend diesen Country-Song von Dolly Parton covert? And I will always. Nein, ich sehe mir keine Herzschmerzschnulzen an. Wie dem auch sei, ich hatte so etwas um die 1,90 erwartet, mit breiten Schultern, dunklen Augenbrauen, südländischem Touch. Haben Sie ein Problem damit, dass ich eine Frau bin? Also, wenn Sie in diesem Ton fragen, dann natürlich nicht. Ich habe einen braunen Gürtel, einen Waffenschein und eine dreijährige Ausbildung bei der Auslandseliteeinheit der Bundeswehr. Ich kann es mit jedem Kerl aufnehmen. Aha. Und warum sind Sie da nicht auf irgendeiner Mission in Afghanistan oder Kuwait unterwegs? Weil Personenschutz bei Theaterpremieren besser bezahlt und weitaus weniger gefährlich ist als ein Kampfeinsatz in Fernost. Okay, ich verstehe. Und wie kommt so eine zierliche, zarte Frau zu so einem harten Beruf? Das ist kein Beruf, das ist eine Berufung. In der Schule habe ich alle Jungs aus der Klasse verhauen. Wer dumm geguckt hat, dem habe ich die Fresse poliert. Und dumm gucken konnten die alle. Sie sind eine Kampflesbe, nicht wahr? Wie es im Buche steht. In welchem Buch? Wie erkenne ich die Lesbe von nebenan? Kennen Sie nicht? Ein Klassiker von Goethe. Ah, jetzt fällt's mir wieder ein. Also, um die Details heute Abend zu klären. Sie haben Angst, alleine auf dieses komische Theater-Event zu gehen, weil Sie sich von einem Stalker bedroht fühlen. Ja. Kennen Sie Ihren Stalker persönlich? Nein. Das macht nichts. Mit mir sind Sie völlig in Sicherheit. Jeder Mann, der sich Ihnen weniger als 2 Meter nähert, kriegt eins auf die Schnauze. Sehen Sie, das wollte ich noch mit Ihnen ausdiskutieren, weil wir wollen doch nicht alle Stalker über einen Kamm scheren. Was wollen Sie damit sagen? Dass Sie den Menschen hinter dem Stalker auch mal sehen müssen. Und wenn dieser Mensch dann noch eine sportliche Figur, Bambi-braune Augen, süße abstehende Ohren hat, dann wäre es nicht angebracht, ihm eins auf die Rübe zu hauen, weil mein Mann ist gerade auf Geschäftsreise in Asien und ich fühle mich so allein und Sie sind eine Frau, also quasi unbrauchbar. Unbrauchbar? Wer hat heulend bei der Sicherheitsfirma angerufen und um Personenschutz gebeten, damit, und ich zitiere Sie, ich nicht den Wahnvorstellungen eines wahnsinnig von mir besessenen Wahnsinnigen ausgeliefert bin? Ja, das war, weil ich gestern Abend auf Vox diesen Bericht über Britney Spears Stalker gesehen habe. Und der war 45, hatte Vollbart und eine Glatze. Er sah so aus, als ob das Haar vom Kopf bis unterm Kinn gerutscht wäre. Und einen Riesenbauch hat er auch gehabt. Da hatte ich natürlich Panik bekommen. Aber meine Freundin Larissa hat sehr gute Erfahrungen mit Stalker gemacht. Nur ein einziges Mal, als ihr Schwangerschaftstest für zu Hause positiv ausgefallen ist. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, Frau Stark. Habe ich Sie richtig verstanden? Kein Mann darf Sie belästigen, außer er hat ein Sixpack. Und abstehende Ohren, Frau Stark. Dann müssten Sie ganz diskret von der Bildfläche verschwinden, weil es wird dann so ein Mann-Frau-Ding, von dem Sie leider ja nichts verstehen. Sind Sie sicher, Sie werden im konkreten Fall alleine mit solchen Typen fertig? Natürlich. Ich bin immer sehr gut vorbereitet. Sehen Sie? Ich sehe es. Wollen wir dann so langsam? Ja, ich bestelle mein Taxi. Und nicht vergessen, Leute, was immer ihr treibt, treibt es safe.